nichts gegen Ihr Kolosseum, aber das hier ist ein Stadion. Ja, sehe ich auch so. Das dauert noch ein bisschen mit dem Mittagessen. Okay. Ich lass uns einen Kaffee raufschicken. Denise? Vielen Dank, Denise. Danke. Gern geschehen. Wissen Sie, sie hat heute Geburtstag. Und ich würde ihr gern ein Geschenk besorgen, aber normalerweise erledigt sie das für mich. Also, haben Sie da eine Idee? Ein Schal. Sie meinen so ein Wollding? Nein, ich meine, was Frauen so tragen mit sowas Dekoratives. Und wo bekomme ich sowas? John, nichts für ungut, aber ich habe gerade im zweiten Jahr in Folge das letzte Spiel verloren. Meinetwegen schenken Sie eine Bowlingkugel. Schon klar. Steve hat mir gesagt, er will Ihren Vertrag verlängern. Ja. Wieso haben Sie dann auf meinen Anruf reagiert? Weil es die Red Sox sind. Weil ich glaube, dass mein Ansatz eine Lösung für Bostons Meisterschaftsfluch bieten könnte. Weil ich gehört habe, Sie haben Bill James verpflichtet. Ja? Wissen Sie, wieso dieser Kerl nicht längst einen Vertrag hatte, ist mir wirklich schleierhaft. Der Baseball hasst ihn. Ja. Der Baseball kann ihn von mir aus hassen. Einer der angenehmen Aspekte an Geld ist, dass man damit vieles kaufen kann. Und dazu gehört auch der Luxus, nicht darauf achten zu müssen, ob der Baseball jemanden hasst oder nicht, was der Baseball denkt oder nicht. Das klingt gut. Tja, ich war dankbar für den Anruf. Sie waren dankbar? Ja. Yeah. Sie haben mit 41 Millionen ein Playoff-Team zusammengestellt und das ohne Damon, Giambi, Isringhausen und Peña. Und Sie haben ohne sie sogar mehr Spiele gewonnen als mit ihnen. Sie haben in dieser Saison genauso viele Spiele gewonnen wie die Yankees. Nur die Yankees haben pro Sieg 1,4 Millionen hingelegt. Und Sie gerade mal 260.000. Sie mussten da draußen viel Kritik einstecken, aber wer als Erster eine Barriere durchbricht, holt sich eine blutige Nase. Immer. Die Etablierten fühlen sich bedroht. Sie tun so, als wäre das ganze Spiel in Gefahr. Doch in Wirklichkeit gefährdet es ihre Lebensgrundlage. Es gefährdet ihre Jobs. Es gefährdet die Art und Weise, wie sie an die Dinge herangehen. Und jedes Mal, wenn das passiert, ob in der Politik oder in der Wirtschaft, ganz egal wo, diejenigen, die die Zügel in der Hand halten, die drehen komplett durch. Ich meine, wer jetzt nicht kapiert hat, dass er sein Team umkrempeln muss und nach ihrem Vorbild umbaut, der ist ein Dinosaurier. Der wird im Oktober mit seinem Arsch auf dem Sofa hocken und zusehen, wie die Boston Red Sox die World Series gewinnen. Was ist das? Ich will Sie als meinen Manager. Das ist mein Angebot.